Hallo, heute die Monatsfavoriten im November. Schwarzwurzeln. Sind Schwarzwurzeln wirklich schwarz? Das klären wir gleich. Also leicht zu ernten sind die gerade nicht. Ah, so, tata! Juhu, guck mal! Schwarzwurzel, eigene Ernte! Yay! Meine ersten Schwarzwurzeln. Die habe ich im Frühjahr, Anfang Sommer ausgesät. Das war vielleicht im Juni. Und jetzt haben wir Ende November und sie sind so, wie sie sein sollten, ungefähr 2 bis 3 Zentimeter dick und 20 Zentimeter lang. Erinnern irgendwie an eine Möhre, so von der Form, wenn sie jetzt noch schmutzig sind. Und prinzipiell sind Schwarzwurzeln mit dem Löwenzahn verwandt. Wer schon mal Löwenzahn versucht hat, aus der Wiese zu stechen, wird wissen, dass da so eine große Pfahlwurzel dran ist. Ja. Saison haben Schwarzwurzeln von Oktober bis Februar. Sie sind also ein perfektes Wintergemüse. Wer Schwarzwurzeln im Laden kauft, der sollte darauf achten, dass sie möglichst dick sind. Wenn sie nämlich so aussehen, so richtig dünn, dann schält man sich einen Wolf und von der Wurzel bleibt eigentlich gar nichts mehr über. Also schön dick, vielleicht so 2 cm, 3 cm. Durchmesser sollte es schon haben. Was macht man jetzt mit den Schwarzwurzeln? Wie bereitet man die zu? Erstmal schälen und da kommen wir nämlich an den Anfang zurück. Sind Schwarzwurzeln schwarz oder weiß? Wie ihr hier schon sehen könnt, sie sind schön weiß eigentlich innen drin. Und deswegen heißen die auch der Spargel des weißen Mannes, des kleinen Mannes. Ach Mann, ich habe nur die eine zum Schälen, so ein Mist. Die Schwarzwurzel hat ein schlechtes Image. Warum? Am schlechten Image ist schuld der Saft, der da austritt. Wenn die Kamera mal ein bisschen näher rankommt, wird sie sehen, wie der Saft aus der Schwarzwurzel austritt. Wenn man den auf die Haut bekommt, dann klebt der und er färbt sich unangenehm braun ein auf der Haut. Ich glaube, dass dieser milchige Saft der Grund ist, warum Schwarzwurzeln nicht wirklich verbreitet sind auf den Gemüsetellern. Denn es ist einfach unangenehm. Aber wie so oft, es gibt einfach ein paar Tricks und gewusst wie und dann ist alles überhaupt kein Problem. Wenn ich Schwarzwurzeln schäle, ich schäle die einfach immer in einem Waschbecken voll mit kaltem Wasser, schön unter Wasser. Schwarzwurzel unter Wasser, Schäler unter Wasser, Hand unter Wasser und dann bleibt auch alles sauber. Wie verwendet man jetzt die Schwarzwurzeln? Dem einen oder anderen ist sicherlich schon die Ähnlichkeit zu Spargel aufgefallen. Es ist eine Form von Winterspargel. Man kann es genauso wie Spargelstangen zubereiten. Schälen, kochen, in Wasser garen und dann mit der Soße deiner Wahl zu Kartoffeln oder einem Stück Baguette servieren. Also das geht mit Bechamel, das geht mit Kräuteröl. Das geht mit Sauce Hollandaise, das geht aber auch sehr gut gebraten. Ja, aber also, wer jetzt Angst gekriegt hat vor dem Gemüse, dem sei eins verraten. Es gibt Schwarzwurzeln auch geputzt, geschnitten und vorgegart im Tiefkühlbereich eines gut sortierten Supermarkts. Also man kann sich den ganzen Amok sparen und die trotzdem genießen. Und das sollte man, denn ich finde, die sind echt saulecker. Das war es von mir und vom Monatsgemüse November der Schwarzwurzel. Wenn ihr mögt, schaut euch doch das Video aus dem Sommer an. Da habe ich meinen allerliebsten Nudelsalat zubereitet. Und ich denke, ich gehe jetzt nach Hause und koche noch eine Portion Schwarzwurzel-Ragout, glaube ich. Schön mit Bechamelsoße. Das gibt es heute Abend bei mir. Bis bald. Tschüss.